Heute zeige ich die karamellisierten Apfelspalten zu unserem Gericht. Das ist im Großen und Ganzen recht einfach. Wir nehmen uns erstmal einen schönen großen Apfel, zerteilen ihn in der Mitte und dann werden wir uns im Groben die Segmente schneiden, die wir am Ende brauchen. Und damit das dann auf dem Teller auch recht schön aussieht, geben wir dem Ganzen noch eine sehr schöne Form. Mal aufpassen, dass die Schale auch schön ab ist, dass das dann am Ende nicht so zwischen den Zähnen hängen bleibt. Oder sieht das doch schon ganz gut aus. Das Optimale wäre natürlich, wenn wir uns einen sehr schönen, großen, festen Apfel raussuchen, der auch eine gewisse Grundsäure hat, damit das am Ende nicht ganz so süß wird, weil wir das ja dann nochmal karamellisieren. So, dann stellen wir uns das Sautoir auf den Herd, machen da ein bisschen Zucker rein. So ein Esslöffel reicht ungefähr für zwei Portionen. Werden wir den Zucker ein bisschen karamellisieren lassen. Es kann ruhig ein bisschen Farbe nehmen. Das ist dann am Ende so eine schöne, leicht goldene Farbe hat. Jetzt nehmen wir uns die Apfelspalten und werden die ein bisschen karamellisieren. Jetzt vermischt sich quasi das Karamell mit der Säure der Äpfel und gibt einen schönen Grundgeschmack. Wir müssen halt nur aufpassen, dass es jetzt nicht zu heiß wird, weil der Zucker sonst verbrennt und das Ganze bitter wird. So, ich denke, jetzt haben wir den Punkt erreicht, wo wir das Ganze ein bisschen ablöschen können. Wir nehmen jetzt einen Schluck weißen Portwein. Das ist quasi ein Dessertwein. Und jetzt lassen wir das ein bisschen einkochen. So, und am Ende werden wir das Ganze noch mit einer Prise Salz abschmecken, da das ja kein Dessert werden soll und dass es am Ende auch gut zu der Leber und der Zunge passt. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de